So. Also, wir haben uns bisher auf diesen Skarabäus da oben fixiert. Moment mal, da ging es einfach nur raus, okay. Hier war irgendwo noch ein Hinweis. Wo war der Hinweis? Mist. Also irgendwo war ein Hinweis, dass man nicht den einen oder den anderen Knopf drücken soll. Da oben? Da. Achtung, der Zutritt zum Frachtlift ist nicht autorisiertem Personal strengstens verboten. Der Gebrauch des Zeichens des Skarabäus ist auf Versorgungsoffiziere beschränkt. Ein leichter Elektroschock trifft jeden, der diese Vorschrift verletzt. Okay. Das heißt, man muss sich identifizieren können als Offizier der Brücke? Oder. Wahn! Autsch. Was soll das? Sehr komisch. Wir fahren aber wieder hoch. Also, man muss sich eventuell identifizieren können als irgendein Offizier. Vielleicht müssen wir dazu irgendwas aufheben oder dabei haben oder dergleichen. Das müssten wir uns dann mal angucken. Ist auch die Frage, was denn genau passiert. Fährt dieser Fahrstuhl woanders hin? Also, geht da oben was auf? Wir fahren noch höher oder wir fahren noch tiefer? Oder das da geht auf oder das da geht auf? Oh. Achtung, der Zutritt zum Sensorenfeldsteuerung ist nicht autorisierten Personalstrecken verboten. Der Gebrauch des Zeichens der Sicht ist auf Kommunikationstechniker beschränkt. Ein leichter Elektroschock trifft ihn. Okay. Ja, dann denke ich mal, dass das Ding immer nur hier hoch und runter fährt. Und das Ding halt geöffnet wird mit dem Auge. Und das Ding geöffnet wird mit dem Skarabäus. Das sind zwei Augen. Mist. Zeichen der Sicht. Auge oder Auge? Au. Den wollte ich gar nicht. Ich wollte den da hinten. Hier ist nichts. Ja, der rattert jetzt schön runter. Das ist mir egal. Au. Das Girogon die ganze Zeit geblitzdingst wird, ist mir auch egal. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Naja, das Ding fährt noch hoch und runter. Jetzt ist beide Malzeichen der Sicht draußen. Gut, das war's nicht. Beide Malzeichen der Sicht drin. Nein. Also rausklicken scheint schon mal keinen Schaden zu verursachen. Doch, tut es. Nur bei dem hellblauen. Das heißt, hellblau ist das Zeichen der Sicht für die Tür. Skarabäus ist für die andere Tür, aber das bringt nichts. Und das ist einfach nur der Knopf dafür, dass das Ding wieder hoch und runter fährt. Boah, das heißt, wir müssen jetzt doch gleich wieder runter. Hier ist ein Gegner irgendwo. Also, oh, was war das für ein Glitch? So, wenn wir dich jetzt drücken, fährst du wieder runter. Ja, okay. Dann gehen wir mit dem Ding runter, gucken uns da unten weiter um und versuchen irgendwie eine Medaille oder dergleichen zu finden, die dann besagt, dass wir ein Offizier sind. Also entweder für die Sensoren oder für den Frachtlift, also ein Techniker. Das ist echt cool mit den Raumschiff-Anspielungen. Hat was. So ein bisschen wie bei Wizardry ja auch. Dass man ja zuerst auch total Fantasy und dann kommt meist zwischendurch und auch später dann richtig Hightech-Zeug. So. Aber wo waren wir denn noch nicht hier unten? Ich glaube, wir waren ja bei dem Häuschen an der Sackgasse. Oder war ich hier hinten? Hier hinten waren wir noch gar nicht, ne? Ne, ich glaube, wir haben nur versucht, da hinzuspringen und sind zurück zur Pyramide gekommen. Aber da scheint es weiterzugehen. Ja, da waren wir noch nicht. Gut, 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 gut. Wusch, wusch, wusch. Hier kommt alle mit hier überhaupt ganz viel. Wow. Das ist wohl die Kühleinheit von dem Schiff, hm? Zumindest ein Teil davon. So, hier ist das Skarabäus-Zeichen mal. Wir müssen unbedingt auf die ganzen Symbole achten. Weil es kann gut sein, dass es irgendwo ausgeschildert ist, quasi, wie man zu den Technikbereichen kommt und wie man zu den Sensorenbereichen kommt. Wenn man den entsprechenden Symbolen folgt. So, da unten ist eine Tür. Da ist eine komische Fackel. Ich guck mal kurz die Fackel an. Das ist nur eine Fackel, okay. Das ist doch keine wirkliche Tür.
Kein Secret, kein Secret. Moment mal, wo wären wir denn rausgekommen? Du? Sprung. Wassertempel. Tür ist verschlossen. Ah. Kannst du da irgendwas mit deinem sechsten Sinn? Nee. Okay, also hier hinten ist schon mal ein Wassertempel. Da kommen wir nicht rein. Dann haben wir oben die zwei Türen, wo wir auch nicht reinkommen. Wir töten einfach wahllos weiter. Wesenheiten? Oh, ganz schön viele Wesenheiten. So. Gucken wir mal, ob wir die alle erwischen mit einem Spruch. Du. Nicht böse, sondern gut. Okay, machst schon mal gar nichts. Du triffst nur die vorderen und das auch nur ein bisschen und das macht fast gar nichts. Okay, rein da. Das sind echt viele. Komm. Wir haben einen umgebracht. Juhu. Lauf, 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 du. Kraftheilung. Weiter, 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 du. Bitte sei auf, bitte sei auf, bitte sei auf, bitte sei auf. Tür ist verschlossen. Was? Wo sind die plötzlich alle hin? Also ja, ich sehe da hinten noch welche rumfliegen, aber es waren viel, viel mehr. Ah, das ist eine echt komische Ecke hier. Du mach bitte Leuchtfeuer. Den hier oben beim Fahrstuhl will ich mir behalten. Das hier ist beim Eingang gewesen. Den können wir, glaube ich, überschreiben. So. Also, wenn da so viele Gegner sind, das muss einen Sinn haben, oder? Ich glaube schon. Wer hat irgendeiner davon Offizierszeichen? Das wäre fies. Ein Haken ist auch an den Djinns, die fliegen teilweise hoch. Und wenn die hochfliegen, dann erwischen wir sie mit den Schrapnellen nicht so ordentlich. Oh, sind so viele. Ja, 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 ja. Einer weg. Zwei weg. Super Djinn. Super Djinn ist tot. Diogon ist tot. Das ist jetzt nicht so schön. Weg. Weg, 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 weg. Okay, wir sollten ja wohl von Schrapnell wieder ausweichen auf Gruppenheilung mit Lay und mit Talana verbrennen. Können wir behilflich sein? Möge das Glück. Und Eile. So, du, Kraftheilung, Quickzauber. Du, Quickzauber verbrennen. Okay. Du, bring uns bitte zurück, genau da, wo wir eben gerade weg sind. So. Jetzt töten wir ein, zwei mehr. Und nehmen die Djinn-Lampe mal mit, so. Komm, 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 komm. So, einer weg. Zwei weg. Die Blauen gehen richtig schön schnell weg. Wow, Lebenspunkte und so. Lauf, 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 lauf. Werden das mehr? Die verteilen sich bloß. Du, bring uns weg. Yeah. Ja, nee. Es kann so nicht. Irgendwie. Warte mal. Erstmal reparieren wir alles. So. Okay, erstmal heilen wir uns, dann reparieren wir alles. Der Dungeon zeigt uns doch ziemlich gut, dass wir noch nicht so stark sind, wie wir dachten. Repariert. Das. Wow, okay. Ja, das erklärt auch ein wenig davon, dass wir so schlecht sind. Du, Leuchtfeuer, zurück dahin. Tür ist verschlossen. Ich lasse mal ganz kurz die Gruppe Djinns da eine Gruppe Djinns sein. Wo war der Wassertempel? Das war der Wassertempel-Eingang, ne?
Das heißt, hier ist gar nichts. Wir sind jetzt einmal ganz außen rum. Ich habe gerade Gegner gesehen. Ja, aber das ist der Wassertempel. Also wir könnten... Ich glaube, ich gehe jetzt ganz wieder zum Eingang von dem Ding und klopfe an der Vordertür ein. Also dieses große Tor. Vielleicht haben wir durch das Knöpfedrücken oben irgendwas bewirkt. So. Und vielleicht ist hier auch noch irgendwas? Warte mal, also da war das Ding zurück zum Hauptpyramide. Da oben ist nur ein Durchguck. Da kamen wir her. Haben wir hier vielleicht noch irgendeine Tür? Fackeln, Fackeln. Nö, keine Türen. Geht trotzdem mal die Wände ab, klopfenderweise. Nix, 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 nix. Okay. Dass das hier so groß sein muss, ist auch ein wenig lästig. Wir können nicht wirklich schneller laufen. Der Eilespruch sorgt leider nur dafür, dass unsere Helden alle schneller zaubern können und schneller angreifen, aber nicht schneller laufen. Das wäre dann wahrscheinlich doch ein Zacken zu unfair, wenn man den Gegner so leicht weglaufen könnte. Also noch leichter, als es jetzt schon ist. So, du. Sprung. Genau. Hier wären wir jetzt auch hingekommen, wenn wir da oben durch das Fenster gelaufen wären. Macht also keinen Unterschied. Oh, was ist das da? Hier ist schon mal ein Djinn. Auch wenn es ein Meister-Djinn ist. Kriegt kaum Luftschaden, was irgendwie Sinn macht. Ah, jetzt doch, okay. Nein! Da ist gerade was aufgegangen. Oder kommt der Fahrstuhl nur hoch? Das ist ja auch gemein. Okay. Au. Habt ihr das gehört? Das hat hier was Klick gemacht. Okay, wir fahren jetzt mit dem Ding mal runter. Weil vielleicht ist jetzt der Wasser... Oh, alle sind müde. Vielleicht ist jetzt der Wassertempel aufgegangen oder die Tür hinter dem Wassertempel. Was ich ja eigentlich relativ schnell überprüfen könnte. Also erstmal gucke ich, ob ich derselben Etage bin wie vorher auch. Aber das sieht ganz stark danach aus. Genau, jetzt passt den Knie nach links, sind wir beim Hütchen. Okay, du. Teleportiere uns zurück. Nee, nicht setzen. Zurück dahin. Tür ist verschlossen. Das war Versuch Nummer 1. Versuch Nummer 2 ist die Tür da. Weil es hat definitiv geklickt oben. Was nicht unbedingt heißt, dass es verändert worden ist, aber es könnte was verändert worden sein. Oh. Das Ding macht mich ganz grill hier. Mit den Gegnern, die man nicht sieht, dann sind es plötzlich Hunderttausende. Du alle Hochs. Du Schwäche heilen da. Die Tür ist immer noch verschlossen. Nee. Also die Knöpfe oben im Kontrollraum scheinen das nicht so wirklich zu beeinflussen. Das heißt, wir springen jetzt wohin? Wir gehen jetzt wieder Richtung Eingang. Ich glaube, da können wir abkürzen. Du, Leuchtfeuer zurück, spring dahin. Spring jetzt hier runter. Auf jeden Fall müssten wir haben, sonst sind wir jetzt gleich instant tot. Gut. gehen hier runter, gehen bei dem Hütchen raus, gehen durch das Fenster auf die Pyramide, wo der einzelne Djinn war und gucken, ob diese komische türähnliche Konstruktion immer noch genau da ist. Oder ob sie vielleicht uns wegteleportiert hat und danach aufgegangen ist. Das wäre nämlich auch gemein, weil die meisten Leute werden davon einfach nur ausgehen, dass wenn man so etwas benutzt, dass man wegteleportiert wird, dass man immer wegteleportiert wird. Hier ist nur ein Bild, okay. Und dann guckt man da nicht mehr hin. Und wenn denn genau da es weitergehen würde, wäre das richtig schön gemein. Deswegen will ich das jetzt testen. Und wir sind schon längst an dem Fenster vorbei. Na gut, du. Schabring. Na komm, das müssen wir noch machen. Du, Schwäche heilen bei Gerogon. Du, Sprung. Hoch da.
Da ist die Tür, die sieht immer noch zu aus. Achso, du mach nochmal Fackellicht auf jeden Fall. Ne, du bist definitiv zu. Das heißt, jedes Mal, wenn wir darauf drücken, werden wir einfach nur zum Kontrollraum teleportiert. Und da brauchen wir irgendeine Art Ausweis, um anerkannt zu werden als Sensoroffizier oder Techniker. Kabusch. Die haben nichts dabei. Ja, das ist mein Verdacht, dass bei dem riesigen Djinn-Haufen da hinten irgendeiner wichtig ist und der hat einen Gegenstand dabei. Den müssen wir looten. Oh, warte mal, da könnte es auch noch weitergehen. Hier oben ist nichts außer ganz viel leere Fläche. Oh, doch, da sind Djinns. Die könnten was bewachen. Das sind gar keine Djinns. Zack. Gott. Kaputt. Nee, die bewachen nichts. Die waren einfach nur da. Alle hops. So, nächst. Was? Okay. Ey, ey. Was zur Hölle? So, ich schieße ihn von da oben runter. Na, der grast dich. Na gut. Dann halt so. Wir halten doch was aus, wenn sie nicht gerade schrapnellt werden, ne? Jetzt haben sie alle Schiss und laufen zickzack. Gut, können wir da rein? Ja, töten! Achso, Zauber umstehen, warte mal. Du Schrapnell festlegen, du Schrapnell festlegen. Töten. Schon besser. Viel besser. Wir sollten hier nichts überspringen, ganz ruhig. Also wir kamen rein. Rechts ist eine Tür, gerade aus der Tür, links ist eine Tür. Oh. Meister Jin, da war noch einer. Langbogen. Oh man, Jin lang. Egal. Hier ist nix. Also ich denke, wir sollen dem Pfeil da folgen. Ich will trotzdem hier alles abgehen. Oh, das Knopf. Und wir müssten eigentlich gleich schlafen. Wegen Zauberbunken. Hier ist nichts, das glaube ich nicht. Nicht genug Gold. Kristalltotenkopf. Was? Indiana Jones. Was haben wir hier? Flammentür. Oh, sehr schön. Ich weiß nicht. Du? Oh. Ausdauer plus 23 ist sehr schön. Oh. Geschick plus 17 ist auch gut. Oh. Wunderkeule der Säure. Musst du dir mal angucken. Oh. Das kann weg. Oh. Entzieht dem Ziel TP und höhere Waffengeschwindigkeit. Das ist sehr, sehr cool. Das nimmst du mal dahin und das kommt dahin irgendwo. So.